Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit euch gerne einen Blick in den Dalton-Adventskalender werfen. Ja, endlich ist er hier. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ein paar Fakten vorab. Dieser Adventskalender beinhaltet Produkte im Warenwert von über 360 Euro. Er kostet normalerweise 124,90 €. Aber natürlich habe ich einen Code. Presale Claudi gibt dir 20% Rabatt auf den Adventskalender und ja, schau da gerne mal vorbei, dadurch kostet der nur noch 99,92 €, ist immer noch eine Stange Geld, du hast trotzdem aber einen mega krassen Warenwert, hier sind sowohl Full Sizes als auch Travel Sizes enthalten, unsere geliebten Ampullen werden wir hier drin finden, unsere geliebte Hautpflege, die halt tatsächlich dann auch so konzipiert ist, dass im Prinzip jeder Hauttyp sie verwenden kann und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal den Adventskalender an. Er hat ein Schleifchen, was ich jetzt einmal öffnen werde. Erwin hält dieses wunderbare Schätzelein auf sich bereit. Okay, das Erste, was mir auffällt, muss ich leider erwähnen. Von innen haben wir leider Kläppchen. Ich mochte ja super gerne die Boxen, ne? Also den wiederverwendbaren Adventskalender von Dalton habe ich immer echt geliebt. Und ja, wir haben jetzt Boxen. Es ist ein wunderschönes Tannengrün. Übrigens, ich habe den Adventskalender im PR zubekommen, um ihn für euch vorzustellen. Dann habe ich den Code bekommen, Presale Claudi, damit ihr 20% sparen könnt. Und weil ich mich bei euch bedanken möchte, weil ihr mich das ganze Jahr über so supportet habt und auch immer wieder meinen Affiliate-Code verwendet habt und mir echt damit oft den Poppes gerettet habt, ja, möchte ich euch was zurückgeben. Und zwar verlose ich in diesem Video einfach ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei. Wir dürfen in die Weihnachtszeit starten mit einer feuchtigkeitsgespendeten Haut. Und zwar haben wir hier drin die Hyaluronic Urea Hydro Boost Ampulle. Das ist diese hier und die kannst du dir auch auf zwei Anwendungen aufteilen, wenn du dir in diesen Ampullen Sprühe machst oder so, oder sogar drei Anwendungen. Wir haben hier jetzt auch bei der ersten Ampulle eine Abbrechhilfe mit dabei, was ich sehr, sehr praktisch finde. Und ich liebe diese Hyaluronic Urea Reihe einfach mega und es ist uns wahrscheinlich allen bewusst, dass wir in dem Adventskalender natürlich auch hoffentlich alle Ampullen finden werden, die Dalton so zu bieten hat. Mega geil. In der Nummer 2 haben wir direkt im neuen Design die Hydrogel Lifting Augenpads. Und die sind so großartig. Ich sage zu diesen Augenpads immer gerne mit dazu, du kannst mit diesen Augenpads über Kopf an der Decke Staub saugen, sofern du es schaffst, über Kopf an der Decke Staub zu saugen. Aber die Pads würden auf jeden Fall halten. Die saugen sich richtig, richtig schön unter den Augen fest und die spenden dir alles, was du halt haben möchtest, ne? Also du bekommst Feuchtigkeit, du bekommst auch eine Glättung und so und das Ganze halt wirklich nachhaltig und langfristig. Es ist nicht so, dass du dann am nächsten Morgen gefühlt nichts mehr dann sehen würdest, ne? Also das ist wirklich für ein paar Tage, dass man da auch einen schönen Effekt sieht und kann ich einfach mega empfehlen. Du hast hier tolle Wirkstoffe drin enthalten und ich mag sie. Die sind echt klasse. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und hier haben wir unseren pinken Saugnapf am Start, die Pink Splash Moisturizing Maske, die, by the way, halt auch noch so ein bisschen unseren Barbie-Core-Moment uns mitliefert, weil die ist einfach Barbie-Pink, kannst du nicht anders sagen. Passt natürlich jetzt in die aktuelle Zeit. Damit bekommt das Gesicht eine schöne Feuchtigkeit und ja, cool. Hier haben wir die Nummer 4 und das ist die Multitasking-Ampulle. Die ist vor allem ja, zum Mattieren geeignet. Das kommt im Sommer tatsächlich sehr, sehr gut oder halt, wenn man ölige Haut, Mischhaut hat. Ne? Du hast hier, wenn ich mich richtig erinnere, nämlich auch so Puderpartikel quasi mit drin. Das ist ganz fancy und ja, kann man auch ganz gut unter Make-up verwenden, wenn man möchte. Und ja, das ist jetzt der 4. Dezember und jetzt bin ich gespannt, was uns am Tag vor Nikolaus erwarten wird. Oh ja, wir befinden uns ja endlich in der Säurepeeling-Zeit und hier haben wir das AHA-Peeling drin. Finde ich total großartig. Intense and Pure, das sind 15 Milliliter. Man sollte sich da etwas vorsichtiger dran testen, bin ich ganz ehrlich, weil wir reden bei Dalton ja auch von Wirkstoffkosmetik und von Institutskosmetik. Also das ist halt wirklich alles so hochkonzentriert und alles so auf den Punkt gebracht, dass man da sich auch vorsichtig mit beschäftigen sollte, weil das ja auch intensiv wirkt. Ne? Ich habe euch hier mal ein Video erstellt zu Peelings generell, welches Peeling ist wann geeignet und wie sollte man am besten welches Peeling anwenden. Da habe ich euch auch die von Dalton vorgestellt. Und ja, das von Dalton werde ich definitiv jetzt auch in Anwendung nehmen ab Oktober und freue mich da mega drauf. Fruchtsäure, denn als es rausgekommen ist, war ich ja schwanger, durfte ich nicht verwenden, aber jetzt darf ich. Achso, und was macht AHA? Es ist Fruchtsäure und es hat so einen Slow-Aging-Charakter, was dann auch die Haut so ein bisschen glätter und ebenmäßiger erscheinen lässt.
Oh mein Gott, Leute, Nikolaus ist der Burner. Ich habe die auch aktuell in Anwendung. Das ist die Q10 Energy Boost Augencreme. Oh mein Gott, das ist eine Full Size mit 15 Millilitern. Wahnsinnig gutes Produkt, wahnsinnig ergiebiges Produkt. Kannst du morgens verwenden, kannst du abends verwenden, wie du möchtest. Für mich echt großartig und ja, definitiv empfehlenswert. Wie geil ist bitte schön diese Nummer 6 und was ist in der Nummer 24 drin, wenn das in der 6 ist? Ich finde es wirklich geil, denn ich weiß wirklich nicht, was im Adventskalender drin ist. Ich habe mir das Briefing nämlich nicht durchgelesen. Ich war eiskalt. Ich wollte mich überraschen lassen und ja, deswegen freue ich mich da gerade echt mega drüber. Geil. In der Nummer 7 kommt dann auch dazu passend die Q10 Ampulle zu uns und auch die kannst du dir in den Ampullensprüher, wie gesagt, reinmachen, ne? Der kostet, ich glaube, 4,90 Euro, 5,90 Euro und dadurch holst du aus allen Ampullen, die du halt hast, das Maximale raus. Du kannst da jede Ampulle theoretisch reinmachen, je nachdem, was für eine Konsistenz die hat, also auch tatsächlich von anderen Marken, ne? Und ja, kann ich mega empfehlen, wenn ihr den Adventskalender bestellt, euch den Ampullensprüher dazu zu bestellen. Auf jeden Fall ist das ein Produkt, was die Haut auch glätten wird und belebt. Ne? Dafür ist Q10 ja auch bekannt und ja, eine Energy-Ampulle quasi. Unser Energy-Drink für die Haut. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und Dalton hat mich erhört. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, sogar auch im Video selber gesagt, aber später auch zu meinen Ladies dort vor Ort, dass ich es total cool finden würde, wenn halt auch ein bisschen was an Körperpflege mit dabei wäre. Denn Dalton hat ein so geiles Sortiment, das ist wirklich, wirklich groß. Schaut da super gerne einfach mal vorbei auch, ne? Für jede Haut ist dort auch das perfekte Produkt, die perfekte Linie und tatsächlich auch mittlerweile von Kopf bis Fuß, also sogar Shampoos und Duschgel und so. Richtig, richtig cool. Und natürlich Bodylotion. Und hier haben wir sie drin. Die Hydro Boost Hyaluron Bodylotion, die ich aktuell, by the way, in Anwendung habe. 50 Milliliter sind hier drin enthalten und die ist so toll. Also guckt euch meine Haut an. Das ist die Haut, die die Bodylotion macht. Ich verwende sie jetzt gerade aktuell und das ist wirklich genial. Also freue ich mich sehr, sehr drüber. In der Nummer 9 dürfen wir uns über die Sleeping Beauty Ampulle freuen. Das ist eine Zwei-Phasen-Ampulle, die man vorher schütteln sollte. Die hat nämlich eine Ölphase und eine Wirkstoffphase. Und wenn man die Ampulle schüttelt, verbinden die beiden Phasen sich. Und dann kann man sich das auf das Gesicht, Hals und Dekolleté geben. Und das nährt halt ordentlich. Ne? Also das ist wirklich eine gute Winterpflegeampulle. Ja! In der Nummer 10 darf es mit meiner Lieblingsmaske weitergehen. Ja, ja, definitiv bin ich gerade sehr happy. Hydro Lift Express Instant Plumping. Auch das, ne? Oh, Leute, das ist so eine geile Maske. Ja, mit Zellumer, Meeresextrakt und so weiter und so fort. Die ist einfach toll und du kannst sie bis zu 3-mal verwenden. Ich persönlich bis zu 2-mal, weil meine Haut frisst das Serum, was da drin ist. Ne? Und du hast ja richtig viel Serum auch drin enthalten, 20 Milliliter. Und was der Unterschied von dieser Maske hier zu dieser Maske ist, ist, dass du hier noch den Lifting-Effekt mit dabei hast und dass du hier auch viel, viel mehr Serum drin hast. Ne? Ich freue mich gerade wie ein kleines Kind, dass sie die hier mit reingepackt haben, denn die ist toll. Die ist zu jeder Jahreszeit einfach großartig und ich freue mich schon drauf, im Winter in der Badewanne zu liegen, mir diese Maske aufs Gesicht zu legen und einfach zu gönnen. Und das macht diese Maske. Wenn du irgendein Event hast oder irgendeinen wichtigen Termin, irgendwas Wichtiges, was ansteht, verwende die. Die ist wirklich, wirklich gut und macht wie ein weich gezeichnetes, ganz, ganz neues Gesicht fast schon. Und meine Freundinnen haben die auch verwendet und haben gesagt, Mensch, wie geil ist die denn bitte? Was ist das? Ich habe gesagt, ja, das ist Dalton. In der Nummer 11. Erste Schnapszahl. Haben wir jetzt auch noch ein Serum von den High Concentrates drin, was ich so gut finde. Das ist das Retinol-Serum, glättender Seefenchel und Retinal, ja, Skin erneuernd halt, ne? Hauterneuernd. Wir haben hier drin 10 Milliliter und das hier ist eine Glasflasche. Wir haben extra auch dieses Braunglas auch zu den High Concentrates. Habe ich euch ein separates Video schon gedreht. Schaut gerne mal vorbei. Und ja, ich mag Retinol. Meine Haut liebt Retinol. Und was ich auch ganz interessant finde, nicht jedes Retinol von jeder Firma verträgt meine Haut. Ich habe ja eine sehr sensible, trockene Haut. Und da habe ich auch sehr teure Produkte verwendet, die meine Haut nicht vertragen hat. Bin ich ehrlich. Also das habe ich dann auch weitergegeben. Und auch wenn es weh tat, ne? Weil wenn du da irgendwie, keine Ahnung, 100 Euro für ausgegeben hast, ist es echt Hammer. Und ich habe die Möglichkeit, dass alle, die den Adventskalender haben, in den Genuss kommen, das Retinol-Serum oder ja, das Retinol-Serum von Dalton auszuprobieren. Es ist großartig, Leute. Ihr kommt da Ewigkeiten mit hin. Ich persönlich verwende das 1 bis 2 Mal pro Woche, weil sensible Haut. Manche, die halt wirklich dran gewöhnt sind, sagen, komm, ich kann mir das sogar täglich aufgeben, aber fangt vorsichtig damit an. Es ist halt auch ein bisschen wie eine Art Peeling, also abends definitiv verwenden.
Schwärme, richtig gut und ja, mega, freue ich mich drüber. Krass. Herzlich willkommen zur Halbzeit, die Nummer 12. Hier habe ich die C-Ampulle drin. Die ist dafür da, um deine Zellen zu erneuern und einfach, ja, einfach deine Haut zu reparieren und zu pflegen. Die mag ich einfach. Und ich finde, dass auch gefühlt jeder Hauttyp diese Ampulle verwenden kann. Und ich finde es auch schön, dass das C-Ampulle heißt. Ist ja eigentlich die Abkürzung für Skin, Essential Activator, genau. Und ja, das passt halt zu dieser Meereskosmetik. Und jetzt zur Hälfte des Adventskalenders muss ich es ja sagen. Dalton ist Marinekosmetik und das Leben kommt aus dem Meer. Und da du Leben bist und ich Leben bin, kommen wir irgendwie aus dem Meer. Und wenn Dalton Marinekosmetik herstellt und dir quasi dann sehr hautverwandte Inhaltsstoffe haben und Wirkstoffe haben, passt das halt sehr, sehr gut mit unseren Hautbestandteilen zusammen, sodass unsere Haut das auch einfach erkennt und nicht so super sensibel darauf reagiert, wie das einfach bei anderen Geschichten der Fall ist. Die Erfahrung habe ich jedenfalls als Mensch mit sehr sensibler Haut gemacht und kann einfach euch mit auf den Weg geben, dass man bei Dalton mit sensibler Haut wirklich nichts verkehrt macht. Und ich finde es halt einfach schön, dass diese Ampulle C heißt. Ne? Das passt halt einfach zum Meer. Die zweite Halbzeit, die Nummer 13, wird von der Extreme Lift Antifaltencreme fortgeführt. Ja, eine 15ml Tube habe ich hier am Start und das ist halt etwas, was so ein bisschen gegen Mimikfalten arbeitet, ne? Und was auch wirklich, also ich kann die sehr gut gebrauchen. Denn ich habe sehr viel Mimik in meinem Gesicht. Am 14. Dezember soll die No Filter Needed Ampulle unsere Haut makellos erscheinen lassen. Oder ist das, ich bringe die beiden immer durcheinander. Die Multitasking und die No Filter Needed. Eine von den beiden macht, dass da irgendwie sowas Pudriges mit dabei ist. Aber ich glaube, das ist die Multitasking. Und die No Filter Needed macht, oder ist halt wirklich mega geil unter Make-up. Ja, das war auch die hier, wenn ich mich richtig erinnere. Wow, ich habe echt Gedächtnislücken, aber trotzdem, alle beide so oder so sind ziemlich cool und ja, ich warte aber nach wie vor auf meine Lieblingsampulle, ihr wisst ganz genau Bescheid und ja, schön, dass sie mit dabei ist, so kann jeder, der den Adventskalender hat, sich durch das Ampullensortiment ein bisschen ausprobieren. Oh, am 15. Dezember haben wir etwas drin, was ich mir letztens noch nachbestellen wollte, weil die so gut ist. Wir pflegen uns gerne so im Gesicht und denken irgendwann, hier hört's auf. Nein, das Gesicht irgendwie noch weiter unten. Also man sollte sich halt auch den Hals ordentlich immer schön eincremen, ne? Immer schön pflegen und das Dekolleté. Bei mir ist jetzt nicht so viel, was da irgendwie Falten verursachen könnte, aber irgendwann kommt die Schwerkraft ins Spiel und dann hast du da halt Falten. Das ist ganz normal. Man kann aber so ein bisschen mit Pflege dagegen anwirken und da kommt dieses Schätzelein ins Spiel. Facecare, Push-Up-Effekt, Hals- und Dekolleté-Creme, 15ml sind hier drin und das ist ein ganz tolles Produkt. Also sehr angenehm, sehr, sehr pflegend und ja, es hilft, um das mal ganz simpel zu sagen. Finally haben wir am 16. Dezember die Caviar Deluxe Ampulle drin. Das ist die allerbeste Ampulle meiner Meinung nach, die Dalton im Sortiment hat. Ich liebe es. Die ist ein bisschen dickflüssiger von der Konsistenz, aber die macht einfach alles, was ich möchte. Sie gibt mir richtig schön Feuchtigkeit. Sie pflegt meine Haut. Sie gibt, beruhigt meine Haut tatsächlich auch. Die macht so ein wunderschönes Hautbild, also dass man fast ungeschminkt tatsächlich feiern gehen kann, um das mal so zu sagen. Und man braucht halt danach viel, viel weniger Make-up, wenn du das verwendest, weil die hat einfach schon so einen Weichzeichner drin. Die nennt sich halt auch die Hochzeitsampulle bei Dalton selber. Also wenn man halt die Hochzeitsampulle hört, wissen alle, alles klar, Caviar Deluxe. Und ich finde sie einfach mega empfehlenswert. Deswegen hatte ich die auch damals bis vor kurzem noch in meiner eigenen Bag mit drin. Und die ist einfach großartig, die ist wundervoll. Und ich liebe es, dass sie auch mit im Adventskalender ist. Probiert sie aus, definitiv. Also die reicht für 2-3 Anwendungen, ne, was da drin ist. Es sei denn, ihr macht das halt auch noch Gesicht-Hals-Dekolleté-mäßig, ne? Dann hast du halt nur 2 Anwendungen da drin. Holla die Waldfee, am 17. Dezember haben wir hier eine Full-Size von dem PHA-Peeling drin. So genial, dass die dieses Peeling gewählt haben als Full-Size. Finde ich richtig cool. Das sind 50ml und ja, das PHA-Peeling ist halt die Einstiegssäure. Ne? Also du hast wirklich Fruchtsäure, du hast Salicylsäure, das sind halt so die etwas fortgeschritteneren Sachen und PHA ist einfach das Einstiegsprodukt, was ich immer empfehle, wenn meine Freundinnen mich zum Beispiel fragen, was kannst du mir so empfehlen, wenn ich jetzt irgendwie Richtung Gesichtspeeling gehe, mache ich erstmal mit denen das Enzympeeling, ne? Und dann kommt PHA definitiv
Und das stärkt halt einfach die Hautbarriere, mindert Rötungen und macht das Gesicht halt einfach viel, viel nicer. Und kann ich definitiv als Einstiegsprodukt empfehlen und finde ich sehr, 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 sehr gut, dass sie dieses Produkt als Full-Size gewählt haben. Ja, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember ist hier ein Produkt drin, was uns alle etwas erröten lassen möchte. Und zwar ist es die Oh My Blush Ampulle. Ich kann sie nicht im Gesicht verwenden, bin ich ehrlich. Ich habe gelernt, Produkte zweck zu entfremden. Das heißt, ich habe sie verwendet mal an den Füßen, als ich irre kalte Füße hatte. Da hat sie sehr gut geholfen. Und auch im Nacken. Also als ich halt super krasse Verspannung hatte. Ne? Eigentlich ist sie aber fürs Gesicht gedacht und das regt die Durchblutung an, was da so drin ist alle. Ne? Ich glaube Rotalge oder sowas. Keine Ahnung. Und soll auf jeden Fall großartig sein, wenn man jetzt nicht so unbedingt wie ich super sensible Haut hat. Das ist mutig. Wir haben in der Nummer 19 nämlich die BB-Cream drin. Die hatten wir letztes Jahr auch drin enthalten. Ich sehe hier aber leider keine Farbnuance drauf. Hier sind 15 Milliliter drin enthalten. Ich gehe davon aus, dass es die 2 ist. Die war letztes Jahr nämlich auch drin enthalten. Ich habe die 1, die Ivory, und finde die großartig. Muss mich aber nochmal informieren und blende euch das auch gerne mal ein. Ja, geiles Produkt, definitiv. Aber ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, etwas halt reinzupacken, wo man nicht genau weiß, passt das der Person, die den Adventskalender auspackt. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Hier haben wir einen kleinen Stinky drin, der aber eine richtig gute Wirkung hat. Und zwar ist es die Extreme Lift Ampulle. Die macht halt einen Soforteffekt, ne? Gibt hier halt sofort so einen Lifting-Effekt und ist wirklich nice. Aber ich persönlich mag den Duft nicht so gerne. Das sehen andere anders, aber ich bin da halt kein Ultra-Fan von. Naja. Aber die Ampulle an sich verwende ich schon, ne? Muss ich halt einfach mal die Nase zumachen. Am 21. Dezember, wie geil ist das denn, haben wir das Triple Ceramide Serum hier drin mit schützendem Goldseetank und das ist mit Panthenol und das ist Skin Repair, also die Haut reparierend. Das sind 10 Milliliter, auch so ein kleiner Glaspumper wieder, ne? Mega, mega cool. Auch das ist einfach ein Produkt, was jeder Hauttyp super verwenden kann. Das stärkt die Hautbarriere und finde ich total großartig. Also ich mag das richtig gerne, habe ich aktuell auch in Anwendung abends und zusammen tatsächlich mit dem Niacinamide Serum und finde ich großartig, dass es hier mit drin ist, denn das ist einfach ein 1A-Produkt, was die Haut wirklich verändert. Und das ist generell auch bei Dalton der Fall. Dalton hat meine Haut wirklich verändert und das finde ich großartig. 2 Tage vor Heiligabend möchte uns der Adventskalender noch etwas Chillendes geben, und zwar mit der Stressless-Ampulle. Ja, die ist super reichhaltig. Ne? Du hast hier so eine sehr, sehr ölige Geschichte. 3 Anwendungen, definitiv. Nicht in den Ampullensprüher, dazu dickflüssig, meine Erfahrung. Ist aber tatsächlich eine sehr nährende Geschichte. Vor allem trockene Häutchen haben damit ihre Freude. Kann ich also schön. Passt auf jeden Fall jetzt auch, ne, in die Zeit. 22. Dezember und überhaupt Dezember. Am 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend, haut der Adventskalender noch eine Gesichtscreme raus, was ich großartig finde. 15 Milliliter sind hier drin enthalten. Und zwar ist es die Hyaluronic Urea Hydro Boost Anti-Aging Feuchtigkeitscreme. Meine. Die ist so gut. Die ist einfach sehr, sehr, sehr nährend. Sie spendet Feuchtigkeit, sie polstert auf, sie macht halt das alles nicht mehr so spannend und es fühlt sich alles einfach besser an bei mir im Gesicht, wenn ich die verwende. Und deswegen freue ich mich, dass die am 23. Dezember mit drin ist. Sehr, sehr passend. Und aber wenn jetzt die am 23. drin ist, was ist denn dann am 24. drin? Okay, das ist ein Produkt, was jeder gebrauchen kann. Das ist das Hyaluronic Urea Hydro Boost Anti-Aging Hyaluron Serum mit 30 Milliliter. Das ist einfach mal eine Full-Size. Es ist duftstofffrei und es spendet Feuchtigkeit und es ist wirklich, also genau das, was ich eben auch bei der Creme gesagt habe, ne? Es beruhigt, es macht so viel Gutes und ich finde es toll, dass wir dieses Serum hier drin haben. Das ist großartig, weil jetzt kommen wir mal zum Fazit. Wir haben in diesem Adventskalender fast ausschließlich Produkte drin, die, ganz egal welcher Hauttyp du bist, jeder kann es verwenden. Das Einzige, wo ich mich beschweren möchte, ist die BB-Cream. Ne? Das ist halt schwierig vom Teint her. Aber ansonsten sind die Produkte so, so geil. Und ich bin so froh über die Konstellation. Mir gefällt der Inhalt von dem Adventskalender sehr, weil wir haben auch die neuen Produkte hier drin, die Produkte in der neuen Verpackung. Die Peeling-Geschichten haben wir hier mit dabei. Wir haben auch High Concentrates mit dabei. Also, ne? Und dann halt als 24 und auch als 6 dann Full-Size-Produkte, die einfach so geil sind und wo ich mich so drüber freue, die
auch Bestseller sind, ne? Und nicht irgendwie ein Larifari-Gedönsen. Und für mich ist der Dalton-Adventskalender, wie eigentlich auch jedes Jahr, der Adventskalender, den ich jedem und jeder empfehlen möchte, der oder die sich unter 100 Euro einen Adventskalender anschauen möchte, wo es halt wirklich um Pflege geht. Und ja, also alles in allem 360 Tacken, Leute, für 99,92 mit meinem Code PRESALECLAUDI. Gönnt euch das, definitiv. Wow. Also jeder, der Book of Dalton hat, sollte sich den Adventskalender mal gönnen. Wie findet ihr den Adventskalender denn dieses Jahr? Schreibt mir das super gerne in die Kommentare. Welches ist euer Highlight-Produkt? Welches Produkt hättet ihr euch vielleicht noch mit reingewünscht? Was vermisst ihr vielleicht, ne? Aber für mich ist hier jedes Produkt, was ich liebe, drin enthalten. Und dann wäre es das hier auch schon gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Denk an die Verlosung. Alles dazu, wie gesagt, in der Infobox. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.